Mal schauen, was denn der Onkel Mario zu erzählen hat. Ezio, mein Junge. Ich bin Ich nicht der glaube, Junge. ich sollte dir endlich etwas zeigen. Wirklich? Du willst mir was zeigen? Was denn, Onkelchen? So ein Bücherregal will ich auch. Baut mir das einer von euch? Muss ja nicht unbedingt so ein Gewölbe hier sein. Aber so ein Bücherregal, wo man was hinter verstecken kann, wäre schon geil. Oh. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich ein tolles Geheimnis. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Also den Sidequest werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Okay, wir brauchen auch diese Rüstung. Okay. Säule von Kyulangal. Auf diesem Podest steht die Statue von Kyulangal, dem Assassinen aus der Mongolei. Mit Pfeil und Bogen hat er Genghis Khans Pferd erschossen. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Dann war Genghis Khan ein Templer. Auf diesem Podest steht die Statue von Darius, dem Assassinen aus Persien. Mit der versteckten Klinge tötete er Xerxes, der erste dokumentierte Einsatz dieser Waffe. Sieht aus, als würde was fehlen. Waiyu, ein Assassin aus China, mit einem Speer tötete er den ersten chinesischen Kaiser Qin Shi Huang. Amunet. Auf diesem Podest steht die Statue von Amunet, der Assassinen aus Ägypten. Sie tötete Kleopatra mit einer Schlange. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Kleopatra war eine Templerin? Iltani, die Assassinen aus Babylon. Sie vergiftete Alexander den Großen. Sieht aus, als würde was an dem Podest fehlen. Auf diesem Podest steht die Statue von Leonius, dem Assassinen aus Rom. Er erstach Caligula mit einem Dolch. Wow, das sind aber... Da waren die ganzen großen Geschichtspersonen alle Templer? Oder zumindest die großen Könige und Kaiser und so. Das halte ich für ein Gerücht. Die Kodexwand. Ja, das wissen wir ja. Das wird auf jeden Fall ein Schieberätsel. Die Sidequest nehmen wir auf jeden Fall mit, dass wir die... Teile der die Assassinenschätze finden. Sprechen Sie mit dem Ausbilder, um Ihre Fähigkeit im Kampf zu üben. Sehen wir, wie gut ihr kämpfen könnt. Oh, meine Kampf. Oh. Archetypen, Spezialaktionen, freies Kämpfen. Was sind Archetypen? Feinanalyse, Flinke. Feinanalyse, Rohlinge, Verfolger. Angriffsschutz, Kombos, Ausweichen. Rauchbomben ist noch. Gesperrt, Spezialaktion. Okay, machen wir einmal freies Kämpfen.
Hä? Ich wollte das jetzt nicht abbrechen. Egal. Machen wir eine Pause. Egal, ich wollte auch eigentlich gar nicht jetzt kämpfen üben. Denn ich wollte... Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte... Ich wüsste, was ich... Ich wollte, ich wüsste, was ich machen wollte. Genau, wir wollten ja zu... Leonardo. Beutel kennen wir ja. Kleider färben. Oh, ich will die nicht färben. Ich finde die ganzen Farben eigentlich ziemlich hässlich. Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Und Robin Hood lässt grüßen. Das, naja. Oh mein Gott. Also Ocker, wir sagen dazu eher Popelgrün. Und Assassinenweiß, das ist eigentlich bisher das einzig Vernünftige. Ist Geschmackssache. Gibt bestimmt Leute, die anderen Farben mögen. Schatzkarten, Monte Regioni. Ja. Gemälde. Dame mit dem Hermelin. Das ist gar nicht mal so hässlich, das Bild. Oh. Das ist nicht schön und kostet auch noch so viel. Der heilige Franziskus in Ekstase. Hat er gerade Ecstasy genommen? Idealstadt, Battista und Federico. Um die Gemälde kümmern wir uns später. Was haben wir hier für Schätze? Sind das jetzt alles nur die Schätze, an die wir noch nicht rankommen? Ja, das sind die in den Türmen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Schatzkarte. Das ist ja schon mal einiges wert. Ups, Entschuldigung. Ach. Da können wir uns heilen. Apothekenbedarf. Ah, 6 Stück müssen dann gleich erstmal reichen. Wir können einmal, bevor wir jetzt los zu Luigi, zu Leonardo, wie kam ich jetzt auf Luigi? Bevor wir jetzt losgehen, könnten wir einmal... Wo ist hier der Schatz? Hier oben? Wieso ist hier oben? Nein, der ist doch nicht hier oben. Der ist doch unten. Ja, der ist doch unten, wo ich was gesagt habe. Ach, stell dich nicht an, Ezio. Wahrscheinlich hier... drücken, um mit den Architekten zu sprechen. Ist ja auch egal. Die Schätze, da kümmern wir uns später drum. 0 Florin. Wir haben noch nichts verdient. Schade, ich dachte, wir könnten noch eben schnell noch etwas Geld mitnehmen. Bevor wir uns auf den Weg zu Leonardo da Vinci machen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Ach, hier hängen die Gemälde dann überall. Da war eins. Da ist noch eins. Da auch. Na, Ezio? Davon träumt es doch bestimmt gut. Ist da irgendwas vielleicht auf den Gemälden versteckt? Nein. Haben wir hier oben einen Schatz, den wir
vorher übersehen haben. Ezios Gemach. Nee, der ist unter uns. Der ist bestimmt im Keller. Das ist hier bestimmt... Die Rüstung von Altair. Aber selbst wenn nicht, wir finden die Schätze schon noch früh genug. So, Leonardo, wir kommen. Erscheinen. Was auch immer. Kampftraining können wir später machen. Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Genau. Meisterwerke. Mir reicht das, wenn ich die Feinde mit ihren eigenen Waffen erledigen kann. So, Hotty. Einmal die Map. Was ist das denn? Was sind das denn für Punkte, die da wegfliegen? So, da geht's in die Toskana. Da geht es nach Florenz. Das heißt, erstmal geradeaus runter und dann nach rechts. Hoi, hoi! Plündern. Festhalten, während sie über einer Leiche stehen, um diese zu plündern. Was für eine Leiche? Die nicht mehr da liegt? Firenze. Andiamo. Andiamo. Nach Florenz reisen? Ja. Oh, da freut sich bestimmt Paola. Ich wünschte, die Infos würden da manchmal etwas länger eingeblendet bleiben. Republik Florenz, 1478. Da müssen wir hier jetzt richtig viel Geld mitnehmen, damit wir unsere Stadt ausbauen können, wa? Kriegen wir hin. Und er fällt auch gar nicht so auf in seinen Klamotten. Nutzung von Aussichtspunkten. Nützliche Informationen durch den Besuch von Aussichtspunkten aufdecken. Ja, wer hätte das gedacht? Dass wir nützliche Informationen über Aussichtspunkte kriegen. Ah, tut mir leid, wenn ich da manchmal, wenn ich da etwas bissig bin. Aber das sind ja Informationen, die wir schon längst wissen. Selbst wenn wir noch nie Assassin's Creed gespielt hätten, wüssten wir mittlerweile diese Infos. Attenzione, attenzione. So, hier ist auch weniger Pöbel unterwegs hier oben. Ja, eigentlich müssen wir dahin. Ich würde mich aber gerne einmal von einem etwas höheren Gebäude, das ist ein bisschen sehr hoch, eben einmal umsehen. Da hinten sehe ich zum Beispiel etwas. Erhebliche Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führen zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft bleiben wird. Ich will hier nicht runterspringen. Das wollte ich. Die Bürger von... Och, das interessiert mich nicht. Halt doch mal die Fresse. Dir hört eh keiner zu. Mach den Mund dicht. Nein! Entschuldigung! Das war wirklich meine Show. Hi, wer bist du? Ich will nicht sterben. Nehmt ihn, ich bin nur ein Kurs.
Warum habe ich das jetzt gemacht? Warum habe ich das jetzt gemacht? Was sollte das? Bin ich denn nur blöd? Ja, tut mir leid, mein betrunkener Freund, den... Hey, Augen auf. Ja? Ja, ja. Fuck, warum habe ich das getan? Hinfort mit dir, Schlingel! Na, treibt es nicht zu weit. Okay. Was sind das für Leute? Oh. Was ist das für einer? Warum ist der da jetzt markiert? Wo ist der hin? Da oben irgendwo. Wo willst du hin? Ah, nein, nee. Von den Spacko will ich eigentlich gar keine Lieder mehr, keine Lieder singen. So. Hinfort mit dir, Schlingel. Wer bist du? Ja, hoch und... Ezio, komm schon! Na, treibt es nicht zu weit! Au! Genau, Ezio! Jetzt will ich den Spacko da oben aber auch kriegen. Wenn Messer Giraldi das sehen könnte. Was dann? Dann würde er von Neid erblassen, wa? Ein paar Wurfmesser vielleicht? Da ist er. Och, Junge. 1033 in der Truhe in der Villa. Warum kriegen wir den nicht? Da ist er. Treibt es nicht zu weit. Oh, geht doch. Eigenes Geld und das des Räubers beschafft. Jetzt kann er mir auch egal sein. So. 500 Kröten da. So ein Aufwand. Aua! Von richtig guten Zeug getrunken. Und ich bin weg. So. Ist das nicht gefährlich?
Okay. Jetzt müssen wir natürlich erstmal den ganzen Weg wieder zurück. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Feuer? So, Bekanntheitsgrad ganz unten. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Wo war das jetzt mit der Feder? Haltet ihn! Hilfe! Lasst mich in Ruhe! Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Hier hat der Kunde immer recht. Vor allem, wenn er sich von mir leiten lässt. Ich möchte hier jetzt auch kein Aufsehen erregen. In die Richtung geht's zu Leonardo. Ich bin nur. Und in Richtung Leonardo, nicht weit von Leonardo entfernt war das. Da ist ja noch die Feder, die ich da gesehen habe. Muss ich nur wissen. War das vielleicht schon hier? Nein, war es nicht. Aber von hier aus werden wir das bestimmt sehen. Ich hoffe es. Oh, da ist ein Bogenschütze. Ich hatte hier doch eine Feder gesehen. Wo war die? Und die war nicht weit von Leonardo entfernt. Also man konnte sie von da aus sehen. Wo war das? Wo ist jetzt? Egal. Oh, direkt hier gleich drei Wachen. Oh, was bist du denn für einer? Oh, das ist bestimmt ein Hauptmann. Auf jeden Fall einer, der mir schon was zu sagen hat. Sorry. Leonardo, bist du da? Ja, Leonardo. Ezio, du lebst ja noch. Bist du überrascht? Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber zwei Jahre? Selber, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Zwei Jahre war er weg? Du hast noch eine gefunden? Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh! Es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Warte! Dieses Mal ist es kein richtiger Plan. Nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat. Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Ey! Ey, Vincenzo! Verschiedene Antatstechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet. Die Attentatstechniken im Hof üben.
Oh, okay. Versteckte Klinge aktualisiert. Oh, lernen wir jetzt die Sprungattacken und dass wir jemanden da so runterziehen können? Das wäre richtig schön. Drücken, um ein erfasstes Ziel oder nicht erfasstes Ziel zu eliminieren. Okay, Attentat aus dem Versteck. Ach, Luftattentat. Okay. Von da oben. Wir lernen jetzt endlich mal Luftattentat. Um ein Luftattentat mit der ausgewählten versteckten Klinge auszuführen, erfassen Sie das Ziel und drücken dann. So, das haben wir. Attentat vom Vorsprung. Nice! Zu Leonardos Werkstatt zurückkehren. Ach komm, weil es so schön war, den nochmal. Oh, ich liebe es. Oh, das will ich jetzt am liebsten ausprobieren. Haben wir hier nicht irgendwo ein Opfer in der Nähe? Wir haben ein ehrliches Geschäft. Hier gibt es keine aufgeblasenen Preise. Nur aufgeblasene Egos, was? Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu Geräten. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Ja, das ist eigentlich immer ein gutes Vorhaben. Also sich in Form zu halten, das ist nie verkehrt. Sagt der das schon seit einer halben Ewigkeit machen will. Okay, wir haben hier mehr als nur ein Opfer. Den da hinten, den Obermods. Den will ich jetzt ausprobieren, ob ich den mit einem Attentat erledigt kriege. Aber dafür müssen wir erst. Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit in Zeiten der Not ist. Den Bogenschützen müssen wir erst erledigen. Sonntags direkt am Priorat entgegengenommen. Tut mir leid, mein Freund. Du warst leider im Weg. Der wäre erledigt. Einmal kurz umgucken. So, wo ist unser Obermods? Da unten. Warten wir eben, bis die Leute da alle weg sind. Jetzt, wenn wir den erledigen wollen. Hat er natürlich Verstärkung dabei. Das wollte ich nicht. Einmal den falschen Knopf gedrückt.
Genau, prügelt euch! Wie die Tiere sind die. Für ein paar blinkende, glitzernde Münzen. Ach, schade, ich habe eigentlich gehofft, dass wir von hier aus einen Attentat machen können. So. Vielleicht so. Ach, egal. Bevor wir uns hier jetzt Ärger einhandeln. Ich und meine dummen Ideen. Ich und meine reichlich bescheuerten Ideen. Dafür haben wir jetzt einen unschuldigen Bogenschützen erledigt. Du solltest nicht hier oben sein, Stolko. Da, das wirst du nicht. Sorry, aber ich kann das nicht gebrauchen, dass du jetzt irgendwie Kollegen rufst. Oh. Ups. Wird regnen. Die Toten, die fliegen so tief. So. Einmal hier nochmal umgucken. Und mir lässt das ja keine Ruhe. Ich hatte hier... Aber sonst geht's dir gut? Okay. Mal hier gucken. Da sind zwei Wachen. Mir lässt das nämlich keine Ruhe mit der einen Feder, die ich hier irgendwo gesehen habe. Dass ich die jetzt nicht mehr finde. Auf jeden Fall ist da vorne was. Aua. An diesem Ort gibt es eine dieser Glyphen, die Sean erwähnte. Die solltest du mal finden. Als Zentrum der florentinischen Geschäfte bediente der Messato Vecchio sämtliche Einkaufswünsche der Stadt, um mit Antonio Pucci, einem florentinischen Dichter des 14. Jahrhunderts, zu sprechen. Für jede Krankheit fand sich dort ein Arzt. Und auch gab es dort Leichentuch und Flachs und Schweinehändler nebst Apothekern. Der Messato geht auf das bereits aus der Römerzeit stammende Forum zurück, fand aber erst nach 1030 erstmalig als Marktplatz Erwähnung. Grundnahrungsmittel aus dem Umland, etwa Getreide, waren die beliebtesten Güter, dicht gefolgt von Wolle. Wurde den Einkäufern das grundsätzlich jedoch zu langweilig, so zitieren wir den Dichter Epanomita aus dem 15. Jahrhundert, dort den halben Weg die Straße hinunter steht ein fröhliches Bordell, welches ihr an seinen ganz eigenen Geruche erkennen werdet. Sehr beeindruckend, aber warum nicht einfach... Da oben ist ein Aussichtspunkt. Können wir gerne gleich mal eben holen. Aber erstmal das, was ich da gerade gesehen habe, einsammeln. Da vorne ist das. Ach so. Das gehört direkt hier zum Marktplatz. Okay. Wie kommen wir da jetzt hoch? Was soll das? Macht Spaß, das soll das. So, können wir hier rüber? So, und Anlauf und... Hui! Eine Feder, dafür jetzt der Aufwand. Und wer besingt mich hier jetzt gerade so fleißig? Hier kommt der kühne Edelmann mit langem, starkem Arm. Er ist der Wachen. Untergang in ihren Hosen wird schön warm. Okay, das hast du dir verdient, mein Freund. Das hat er sich verdient, das Geld. So eine Hymne hört man doch gerne. Guardate, dettagli di marzo!
und einmal hier hoch. Dann haben wir den Aussichtspunkt auch. Und da unten sehe ich auch noch was. Sehr schön.